Varizellen Kinderinfektionskrankheit mit Papillenvesikel, Pusteln und Kruste. Diese gemischte Bild heißt Sternenkrankheit. Und bei Varizelle einen Tag vorher sehen wir leichtes Fieber und schlagartiges Vorexanthem am Kopf, am Rumpf und an den Schleimhäuten. Hand, Teller und Fußsohlen ist nicht befallen und spezifischer so diese Bild im behaarten Kopfhaut und Mundschleimhaut. Das ist spezifisch für Varizella. So, Inkubationszeit bei Varizella 2 bis 3 Wochen, Ansteckungsfähigkeit 1 bis 2 Tage vor Exanthembildung bis zuletzt diese Bläschensverkrustung und 1 Woche später. Sekundärinfektionen kann auch sein durch Streptokokken und Staphylokokken, Impetigo, Abszess, Fasziitis, Toxin-Schock-Syndrom, Pneumonien oder mit der Beteiligung Zentralnervensystem, Cerebellitis, Enzephalitis kann man. In der Schwangerschaft verursacht das Fruchtschäden und ja, Schädigung des Extremität, der Extremitäten, Schädigung des Gehirns oder Hautveränderungen, niedrigem Geburtsgewicht. Und bei Erstinfektion im 3. Trimester bis 5 Tage vor der Geburt erkrankt Fetus nicht aufgrund dieser mutterlichen Antikörper. Aber weniger als 5 Tage vor der Geburt ja, erkrankt Fetus, weil Antikörperkonzentration sehr gering ist und das hilft nicht, um diese Erkrankung zu verhindern. Und in diesem Fall passiert so schwere Organmanifestationen, Enzephalitis, Pneumonie, Bild. So, Impfung Varizelle nach ständiger Impfkommission. Alle Kinder sollen im 11. 14. Monate Varizelle-Impfung mit MMR-Impfung kriegen, Varizelle-Impfung Lebendimpfstoffimpfung und danach nochmal Wiederholung am 15. 23. Monate. Abstand zwischen diesen beiden Impfungen soll 4 bis 6 Wochen sein. Dann ungeimpfte, so 9- bis 17-jährige Patienten sollen bald geimpft werden und soll auch seronegative Frauen mit Kindswunsch, seronegative Patienten vor geplanter Organtransplantation oder immunsuppressiver Therapie soll geimpft werden. Und diese Varizella-Impfung bei Schwangerschaft kontraindiziert, aber beim Stillen nicht kontraindiziert. Und wenn diese nach Impfung diese soll eine Schwangerschaft für 3 Monate vermieden werden. So, dann Postexpositionsprophylaxe, das heißt Passivimmunisation mit Varicella-Zestre-Immunoglobulin. Innerhalb von 96 Stunden nach Expositionsbeginn, das sollen ungeimpfte Schwangere ohne Varizellenanamnese haben. Das soll immundefizierte Patienten mit unbekannter Varizella-Anamnese haben. Das soll Neugeborene, deren Mutter 5 Tage vor bis 2 Tage nach der Entbindung an Varizella erkrankte. Und wenn diese Immunglobulin zu spät ist, das kann man Chemoprophylaxe machen mit Acyclovir 7-tägige Behandlung.